Einen wunderschönen guten Tag bei 35 Grad im Schatten aus dem wunderschönen Alanya. Ich muss die Sonnenbrille aufziehen und wir haben so geiles Wetter. Mega, das habe ich bestellt. Das war so vereinbart. Ja, Wahnsinn, ne? Also der Sommer hat jetzt hier richtig begonnen. Uns geht's hier gut. Die Alexandra ist gerade mit unserer Tochter in der Burgblickwohnung am Pool. Die haben nämlich einen eigenen Kinderpool und deswegen sind wir rübergegangen. Wir können ja mehrere Sachen hier nutzen, weil wir ja einige Immobilien hier haben in verschiedenen Gebäuden. Kann ich euch nur jedem empfehlen, der ein bisschen Geld über hat. Verteilt euch so ein bisschen. Das ist ganz gut. Da kann man mal darüber gehen. Da ist er da mal einen Monat früher offen oder ist da ein bisschen schöner gepflegt und so weiter und so fort, ja. Und ich muss euch eins sagen, die Gerüchteküche brodelt hier gerade. Das ist absolut krass, ja, jetzt nach der Wahl, nachdem Erdogan wieder gewonnen hat und so. Ich höre an allen Ecken und Enden, dass sich bald was ändern soll bezüglich dieser IKAMET-Situation, die wir gerade haben. Momentan ist es wirklich so, dass man nur noch IKAMET bekommt, wenn man zum einen Besitz hier hat, also man muss eine Wohnung haben, gekauft haben oder eine Villa und die sollte in keinem Sperrgebiet sein. Machmudler, in dem wir hier jetzt wohnen, das ist ja fast schon so ein eigener Stadtkern hier. Man muss hier gar nicht mehr den Ort verlassen, um nach Alanya reinzufahren, weil wir fast alles hier haben. Ist der absolute Knaller. Aber das hier ist Sperrgebiet, Kestel ist Sperrgebiet, Kagecak ist Sperrgebiet, Afsala ist Sperrgebiet, genau. Oba nicht, Tosmo nicht, Çiçili nicht, das Zentrum nicht und so weiter und so fort. Ja. Aber der Friseur hatte mir jetzt erzählt, es gibt jetzt zwei Sachen, die passieren können. Das sind alles nur Gerüchte, aber trotzdem, ich höre es an allen Ecken und Enden. Der Friseur hatte mir erzählt, hier, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir hatten es über Google-Übersetzer gemacht. Er weiß aus sicherer Quelle, so sagen die das immer so, dass Alanya, das wurde auch schon mehrmals wirklich angekündigt, soll eine eigene Provinz werden. Ja, wir hängen jetzt noch an Antalya dran und Alanya könnte eine eigene Provinz werden. Er hat gemeint, das kommt im Oktober. Alanya bekommt dann das Nummernschild 82. Es gibt bisher 81 Nummernschilder, also jetzt nach Nummern hier 1 bis 81. Und Alanya würde dann quasi, weil es mit A beginnt, die 82 bekommen und würde dann hier eine eigene Provinz werden. Dadurch wäre Alanya eine Provinz, Mahmudlar würde dann quasi zu einem Ort werden und dann ist diese IKAMET-Überfüllung in einem Ortsteil quasi passé. Dann würde das anders gewertet werden oder es würde wegfallen oder man definiert dann die Ortsteile anders. Keine Ahnung, wie das genau ist. Aber er hatte gemeint, dann gibt's, dann hat er IKAMET-Probleme, finish, hat er gemeint. Ne? Also das war das eine, was ich gehört habe. Das andere, was ich gehört habe, ist, dass man die Füße stillhalten soll, soll sich keine Sorgen machen. Jetzt muss ich doch mal reingehen, der Esan. Man soll die Füße stillhalten und sich keine Sorgen machen, weil in ein paar Monaten würde das fallen und dann würde das wieder gehen hier mit Aufenthaltsgenehmigung. Ja? Und ja, also das habe ich jetzt nicht nur von Maklern gehört, sondern auch von komplett anderen Leuten, die hier ja, auch ein bisschen mit Menschen reden und so. Man hat ja dann auch mal Leute zu Besuch, beim Friseur zum Beispiel, der kennt sehr viele vom Sport, ja. Der hatte, glaube ich, sehr gute Kontakte zu dem Bundesliga-Verein hier, sozusagen erste Bundesliga, Alanyaspor. Und die andere Person, die hat sehr gute Verbindungen nach Ankara. Also es kann durchaus sein, dass da was dran ist, ja. Das andere, was jetzt gerade ist, die Preise sind gerade sehr gut für Immobilien, ja. Woran liegt das? Man würde jetzt denken, ja, jetzt geht's hoch, ja. Aber es ist noch keine Urlaubssaison. Es ist kurz vorm Urlaub und wir haben hier jetzt schon Ferien. Das bedeutet, hier sind einige Leute jetzt weg, die auch Kinder hatten zum Beispiel und die gesagt haben, okay, jetzt sind hier die Ferien, jetzt gehen wir nach Deutschland und jetzt gibt es hier Wohnungen wirklich zum Schnäppchenpreis wieder, finde ich. Beim Alim-Kanal kann ich euch mal unten ja den Kanal verlinken, ist immer der erste Link. Da könnt ihr mal gucken, da waren jetzt 2, 3 Wohnungen hier noch im Sperrgebiet in Mahmudlar. Der hat aber auch einige Sachen in Oba, die sind sehr gut, oder in Demirtaş, genau. Das sind keine Sperrgebiete, aber wenn man jetzt sagen würde, ja, ich will doch erst mal pendeln und ich will das nur im Urlaub benutzen, weil ich komme mal 3 Monate und dann gehe ich mal wieder rüber nach Deutschland, dann kann man jetzt wieder zu guten Preisen Sachen kaufen. Ich sag mal, eine 2 plus 1, sehr schön eingerichtet, mit allem Bäder neu gemacht und so, irgendwo so zwischen, also so um die unter 150.000 kriegt man eine schöne Wohnung an der Barbarossstraße mit einem guten Pool und alles in Ordnung und nur ein paar hundert Meter zum Strand. Also das halte ich für wirklich einen sehr guten Preis. Da waren wir zwischendrin mal 30, 40, 50.000 Euro teurer.
Es relativiert sich jetzt wieder, ne? Wollte ich euch nur sagen. Also wenn ihr jetzt überlegt, kaufe ich jetzt, kaufe ich in 3, 4 Monaten. Also sobald hier was sich mit dem ICAMET ändert, werden die Preise nach meinem Empfinden wahrscheinlich wieder hochgehen, weil die Leute schon sehr, sehr gerne hier in den Gebieten wohnen würden, wo die Freunde, Bekannte wohnen. Ja? Deswegen sind ja so viele Ausländer hier in Machmudla und in Kestel und in Karagitschak, weil das halt tolle Gebiete sind, um zu wohnen. Ja? Karagitschak ist halt eher so, geht so in die Berge hoch, da sind sehr viele Villen und Villenviertel. Da hat man es sehr, sehr ruhig, ja? Hat oft auch einen sehr schönen Ausblick. Hier in Machmudla ist halt sehr urban, ihr seht es ja immer, hier sind viele Hochhäuser und so. Aber du hast halt alles hier. Die Kinder haben ihre Freunde, du kannst hier zu einem Pool gehen, zum Pool gehen, zu einem Spielplatz gehen, du bist zu Fuß. Wir können hier in 10 Minuten zum Rossmann laufen, das konnten wir in Deutschland nicht, ja. Wir sind in 20 Minuten zu Fuß zum Meer, mit dem Auto 4 Minuten. Wir haben jetzt auch einen Quad. Wir können uns hier in dem Stadtteil super bewegen. Ich kann hier alles erledigen. Ich war bei meinem Versicherungsmakler. Hier gibt es unsere Bank, hat jetzt hier eine Filiale. Unser Friseur ist hier. Wir haben hier 2000 Restaurants und hier irgendwie ganz viele Möglichkeiten einzukaufen. Das ist ein Träumchen. Ja, und immer noch, ich kann das Meer sehen, ich kann die Berge sehen, ich habe die gute Luft. Wahnsinn, ja. Und wenn das mal wieder fällt, dass man hier einfach wieder ICAMET bekommt, wenn man hier eine Wohnung gekauft hat oder vielleicht auch gemietet hat, dann werden sich die Preise nochmal verändern. Wollte ich euch nur mal sagen, weil ich bin hier vor Ort und mich juckt schon die ganze Zeit. Aber ich muss das Geld auch anders verteilen. Also wir haben jetzt hier mittlerweile, ich will jetzt nicht genau sagen, wie viele Wohnungen es sind, aber es sind einige Wohnungen, die wir jetzt gekauft haben, hier so als Investment und zum Wohnen, auch für unsere Familie und für Gäste und so. Aber es ist ja auch eine Geldanlage für unser Alter, für unsere Rente. Und ich muss das aber natürlich ein bisschen streuen. Ja? Man soll ja nicht alle Eier in einen Korb legen. Ich habe in Deutschland ja noch unsere Firmen. Wir sind auch in Deutschland gemeldet. Wir zahlen in Deutschland Steuern. Dann spricht auch nichts dagegen, auch ein bisschen was in Deutschland noch mal anzulegen. Nicht in Immobilien, ja, aber in anderen Werteklassen werde ich vielleicht auf unserem anderen Kanal demnächst noch mal ein Video drüber machen, was man noch machen kann, was ich noch für sinnvoll halte. Aber ich halte den Osten der Welt jetzt ab hier, wir sind ja im asiatischen Teil der Türkei, für super interessant, glaube, dass sich das hier alles sehr, sehr entwickeln wird und wir lieben die Türkei und ja, ich mache ja auch demnächst Videos aus Dubai, bin ich auch gespannt, ich werde da, wenn alles klappt, auch mit einer Anwältin dort Interviews machen, die sich da mit dem Steuerrecht gut auskennt und mit dem Aufenthaltsrecht. Das wird auch mal sehr interessant sein. Da hat sich nämlich einiges geändert in Dubai. Ich finde es voll geil, gute Zeit dahin zu fahren. Und ja, ich bin ja auch jemand, der so Steuersachen total liebt. Ja, ich bin ja so ein Deutscher. Ja, ich bin zwar hier komisch super mit den Leuten klar und will Freiheit und so, aber ich bin so, ich mag Buchhaltung gerne und wie rechne ich mir meine Umsatzsteuer aus und so. Bin da schon so. Ich bin so eine Mischung aus Künstler, Freigeist und Buchhalter. Ja, ich bin auch eine gute Sekretärin. Gut. Also, es ist auf jeden Fall so, würde ich sagen, wenn ihr euch für Immobilien interessiert und ihr seid gerade hier oder ihr plant herzukommen, haltet die Augen offen, guckt mal beim Ali rein. Der hat ein paar geile Sachen da jetzt. Was ich persönlich noch empfehlen kann, was noch nicht weg ist, ist die eine Wohnung, die kann ich euch jetzt gerade mal am Ende von diesem Video hier verlinken. Von Freunden von uns, die sind jetzt nach Deutschland zurück und die ist jetzt zu verkaufen. Die wohnen jetzt auch nicht mehr drin und die hat einen Hammerpreis. Das ist eine riesige Wohnung in Opper, kein Sperrgebiet. Da kriegt ihr sofort ICAMET und die ist wunderschön. Die hat ganz tolle Möbel. Da riecht es richtig toll nach so diesem Zirbenholz, ist das, glaube ich, oder Kiefer. Ich bin mir nicht sicher. Also das hochwertigste Holz, eine mega geile Küche, schöner Ausblick mitten in der Natur, noch kein Pool, aber der wird sehr wahrscheinlich noch gebaut. Müsst ihr mit dem Ali nochmal reden. Pool kostet hier auch nicht viel, da kann so eine Hausgemeinschaft sich für 20.000 Euro so ein Pool da bauen lassen. Das wurde halt nicht gleich mitgemacht, aber das ist der einzige Haken. Alles andere ist wirklich top, ja. Weil ihr seid da innerhalb von kürzester Zeit in der Metro und vor allem ist eine 4 plus 1 riesengroß, komplett nagelneu. Besser geht es eigentlich gar nicht und das ist wirklich ein Schnäppchen. Also da habe ich schon gesagt, hätte ich die Kohle und würde halt nicht zu sehr alles auf diese eine Anlageklasse fokussieren wollen. Ich bin ja ein Freund vom Drei-Speichen-Prinzip, ne? Immobilien, Cash, dazu gehört aber auch Edelmetalle und Aktien.
Ja, und das muss man halt immer irgendwie rotieren und ein bisschen verteilen auch, sonst, ich bin ja Familienvater, ich muss ja auch ein bisschen ja, vorsichtig sein. Ich kann nicht jetzt alles kaufen, was geil ist, aber das wäre meine persönliche Empfehlung. Schaut euch das Video nochmal an, das ist eine Hammerwohnung. Also da, das ist eine persönliche Empfehlung von mir, die finde ich wirklich klasse. Genau, so, dann genieße ich jetzt mal die 35 Grad hier. Ah, ich mag das gerne, ja. Und grüße euch aus dem schönen Alanya. Und hoffe, ihr habt auch einen schönen Sommer.